Ja, hallo und herzlich willkommen beim Lift Your Spirit Channeling. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Silke und heute geht es um Vorhersagen, einen Forecast zu verschiedenen Themen, die sich gleich zeigen werden, wenn ich mich mittels meiner Hellsichtigkeit einklinke in das kollektive Energiefeld, in das Quantenfeld und Gedanken, Gefühle, konkrete Informationen und Ereignisse übermittle, die sich zeigen können in Form von Bildern, Symbolen, Gedanken, Gefühlen, konkreten Informationen und Ereignissen. Sie beziehen sich auf die Zukunft, auf das Jetzt, auf die Vergangenheit, auf alles zusammen. Sei dir bitte auch bewusst, dass Zeit relativ ist und schau, welche Aktionen du für dich persönlich aus diesen Botschaften ableiten möchtest. Ja, schau dir gerne auch die anderen Forecasts an, die wir regelmäßig rausbringen auf diesem Channel. Findest du unverlinkt in der Infobox auf unserer Internetseite in der Übersicht. Und würde ich sagen, starten wir jetzt in diese Session und schauen, welche Botschaften zu dir kommen möchten. Ja, ich bekomme rein, dass die Strömungen, die jetzt so die nächsten 10 bis 20 Jahre betreffen, beziehungsweise bis zum Jahr 2060, ich so eine strukturelle Übersicht geben soll oder durchleiten soll, die vor allem die gesellschaftlichen Strukturen angehen und ja, Technisierung beziehungsweise Technologien und wie sich eben alles, was wir zwischen dem natürlichen und dem technologischen, also digitalen beziehungsweise robotischen, für uns empfinden oder eben weiterentwickeln, dass das so ein paar Aspekte sein werden, auf die ich jetzt schauen soll. Ja, wir beginnen mit dem Jahr 2024 und den Entwicklungen bis zum Jahr 2028, weil die eben signifikant sind für die Veränderungsprozesse, was eben diese neuen Technologien angeht, also alles, was eben diese robotischen Energien angeht oder Digitalisierung beziehungsweise KI. Und hier ist die große Energetik, dass die Verbindung zwischen den robotischen Energien und der künstlichen Intelligenz sowie den Quantumrechnern und Computern eine neue Ebene annehmen wird. Das heißt, bis zum Jahr 2060, wie stark und hochfrequent, wie schnell und digitalisiert sozusagen die Computer und auch ja, Kommunikationsmöglichkeiten sind. Also das hat nicht nur was damit zu tun, dass sich jetzt eben dieser Digitalisierungsprozess bis zum Jahr 2028 ganz stark durch alle Bereiche umwälzt. Das heißt nicht nur, wie wir unser tägliches Leben über die Digitalisierung, digitale Identitäten, sondern auch eben das übergeordnete Leben, das meint zum Beispiel und die monetären Umwälzungen, also die Prozesse, die jetzt gerade im Gange sind, wie die monetären Kräfte umgewälzt werden. Und das hat natürlich ganz starke Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Strukturen, wie das Geldverdienen und das Arbeiten im Jahr 2060 sein wird. Und hier ist so signifikant alles, was bis zum Jahr 2028 passiert. Also nicht nur die Herauskristallisierung vom neuen Berufen, die eben vielmehr natürlich mit der digitalen und robotischen ja, Energie verbunden sind und die uns ermöglichen, Prozesse schneller und auch leichter zu gestalten. Das heißt, nicht mehr mit so viel körperlichem Aufwand und gleichzeitig also diese Systematik, dass eben Maschinen bestimmte Arbeiten ersetzen, die die letzten 200 Jahre wichtig gewesen sind, um eben ja bestimmte Kräfte auf Planet Erde zu nutzen, also eben bestimmte Waren oder Dienstleistungen zu erbringen und Möglichkeiten, wie man bestimmte Dinge hin und her schiebt. Also ich sehe jetzt so Waren- und Güterverkehr, aber auch, wie wir uns auf Planet Erde fortbewegen. Und in dieser Energetik werden sich auch die neuen Berufe herausbilden, die nicht nur sehr stark eben mit dieser Technologisierung zusammenhängen, was man jetzt ja die ganze Zeit seit den letzten 5 Jahren intensiv sieht. Also die Entwickler, die Softwareentwickler, die verschiedenen Administratoren, aber auch gleichzeitig eben neues Potenzial bieten, wie eben diese großen Mengen an Daten und auch ja Möglichkeiten, die den Energieverbrauch von Daten, wenn Daten hin und her geschoben werden, eben zu minimieren, beziehungsweise bestimmte Energiegewinnungsmöglichkeiten zu expandieren. Das hat damit zu tun, dass eben große Global Player auf Planet Erde bis zum Jahr 2060 sich verabschieden werden, in dem Sinne, dass eben im Sinne der Community oder der Verbindungs- und Kooperationsenergie Monopolstellungen sich auflösen werden, und zwar in der Hinsicht, dass eben Gleichheit und ja, nenne es mal so, Gleichgewichtigkeit entsteht. Also hier ist diese große Kraft, die wir jetzt über in der Übergangsphase in der Luftepoche sehen, bis 2025 und dann ab 2026 bis 2028 in einer materiellen Form. Das meint, wie sich die Dinge dann umstrukturieren werden, ganz konkret zum Beispiel, wie die Auflösung des Bankensystems oder Finanzsystems in eine neue Form sich transferiert. Also nicht nur über die Bitcoin und Kryptowährungen, sondern auch in Bezug auf, was Geld eigentlich
eigentlich für einen Wert hat in unserer Gesellschaft und wie Geld verdient werden kann. Also was hier natürlich ganz wichtig ist oder wichtigste Komponente ist eben Social Media, alles was mit der virtuellen Energie zu tun hat. Also hier ist einmal die Energetik Social Media als eine Öffentlichkeitsplattform, die sich ja weiter ausdehnt und wo wir diesen sozialen Marktplatz oder sozialen Brennpunkt weiterentwickeln werden und wo auch viele Menschen noch mehr hineinströmen werden, die eben aktuell gar keinen Zugang dazu haben aufgrund ja Geldthemen oder eben weil die Masse an Menschen, die da teilnehmen möchte oder teilnehmen es teilzunehmen möglich ist, sich verändern wird. Also die verschiedenen Aspekte, warum man Social Media nutzt, das ist der eine Aspekt. Also Social Media als sozialer Plattform und Austauschplattform und natürlich mit einer großen Macht und Systematik hinterlegt und gleichzeitig natürlich diese große Energetik der Digitalisierung, die unsere Lebensbereiche verändern wird. Also ich sehe halt alles, was so Technologien angeht, die eben sich in den Luftraum bewegen, nicht nur durch die Raumfahrt und eben alles, was mit dem Schwebenden zu tun hat, zum Beispiel Raumfahrzeuge, die eben den Raum anders erkunden. Also ich sehe so schwebende Vehikel, die eben, das ist bis zum Jahr 2070, nämlich das war, ist das eine große Kraft, die oder eine etwas, was sich materialisiert zwischen dem Jahr 2030 und 2070, wie wir uns schwebend im Raum bewegen. Also ich sehe so Kleinfahrzeuge wie zum Beispiel Roller, die jetzt sich in eine schwebende Dimension begeben, also um große Strecken und Entfernungen zu überwinden. Gleichzeitig nehme ich solche Transportmöglichkeiten wahr, die eben vorher auf dem Land stattgefunden haben, also Busse zum Beispiel oder Züge, die eben überirdisch, über lange Strecken, nicht nur über, so wie wir es kennen, zum Beispiel Magnetbahnen, sondern auch über die Luft, also als schwebendes Fahrzeug installiert werden. Also das nehme ich wahr für große überbrückbare Distanzen bis zum Jahr 2070, die eben die Kontinente nochmal anders miteinander verbindet. Das sind Technologien, die vor allem aus Europa kommen und aus dem englischsprachigen Raum, was sie jetzt USA zum Beispiel oder eben da, wo eben, also China und Japan sehe ich auch, wo hochtechnologische Entwicklungen sind, die mit diesen robotischen Energien zusammenhängen oder eben KI und auch die eben ja die Technologien haben, wie Computer schneller funktionieren, also Quantumcomputer, die Prozession und natürlich alles, was mit ja leitfähigen Materialien zusammenhängt, also zum Beispiel also leitfähige Rohstoffe. Hier bekomme ich Titan rein und Lithium als klassische Möglichkeiten und dann alles, was mit den seltenen Erden zu tun hat, die anders verbaut werden und die eben auch die Überwindung der Schwerkraft anders möglich machen, das heißt leichtere Materialien und dann natürlich Prozesse, die eben diesen, also über Hydraulik bekomme ich das rein, die eben die Überwindung der Schwerkraft sozusagen möglich machen mit leichteren Materialien, mit Möglichkeiten, wie wir uns im Luftraum fortbewegen. Das ist eine große Kraft, die eben die Städte neu verbindet und eben Möglichkeiten schafft, auch wie man miteinander über Zeit und Raum anders in Verbindung geht, also sich fortbewegt in diesem Raum. Die Eroberung des Luftraums bis 2090 bekomme ich rein, ist eine große Kraft, die eben auch damit zusammenhängt, dass wir mit dem Planet Erde eine andere Richtung einschlagen ab dem Jahr 2030, was diese Systematik angeht, wie Klima und Klimaveränderung auf den Entwicklungsprozess von Planet Erde wirken durch das, was wir als Menschheit tun, also das Thema CO2, wie Einsparungen vorgenommen werden können und gleichzeitig eben auch, wie man CO2 anders transformiert, also eine andere, das, was wir als Abgase natürlich durch die neuen Entwicklungen sich dann verändert, aber gleichzeitig auch, wie man Möglichkeiten findet, das CO2, was aufgelaufen ist oder ausgestoßen wird, regelmäßig, also der Abschied auch von fossilen Brennstoffen oder fossilen Möglichkeiten, um Antrieb zu gewährleisten, in welcher Form auch immer, jetzt bei Autos oder anderen Transportmitteln, dass sich transformiert in leichtere Materialien bzw.
beziehungsweise eben ja CO2-Aufbrauch, also da Recycling sozusagen, und gleichzeitig alles, was mit Wasserstoff zu tun hat, Wasserstofftechnologien, die eben jetzt nicht nur Hybridgeschichten ermöglichen, wo bestimmte Technologien kombiniert werden, sondern auch, wo eben einzig aus dem Wasserstoff Antriebsmöglichkeiten neu generiert werden. Also das gibt's ja, glaube ich, auch schon in Ansätzen. Was ich wahrnehme, ist diese Differenzierung zwischen grünem und weißem Wasserstoff, dass da eine Möglichkeit besteht, wie man Wasserstoff nicht nur aus den vorhandenen Gegebenheiten herauszieht und transformiert, sondern auch, wo bestimmte Speicher, also Wasserstoffspeicher bekomme ich jetzt rein. Das kann viele verschiedene Ebenen haben, zum Beispiel in verschiedene Formen. Wasserstoff, ich glaube, in Verbindung mit Eisen habe ich da letztens was gelesen, dass diese Möglichkeiten, wie man Wasserstoff anders nutzt und dann aus verschiedenen Aggregatzuständen Speichermöglichkeiten evoziert und dann was Neues entwickelt. Das sind jetzt so Systematiken, die für den Antrieb und die Fortbewegung im Luftraum sehr wichtig sind und eben im Vormarsch sind bis zum Jahr 2028. Gleichzeitig natürlich das Thema Energiegewinnung oder wie die Energien auf Planet Erde gelenkt werden. Also was ich wahrnehme, ist dieser rund um den Globus Versorgung. Das meint vor allem Elektrizität und ja alles, was aus der Atmosphäre kommt. Also das, was wir jetzt ja auch sehen, wo Forschungen sind oder auch Projekte, eben Strom aus der Magnetosphäre, aus dem Magnetfeld, aus den verschiedenen Schichten zu gewinnen, direkt von der Sonne. Das ist ein Aspekt, also die Überleitung von Energien aus weiter entfernten Gefilden und wie man Lichtenergie, also ich sehe jetzt diese Lichtgeschwindigkeitsenergetik über die Theorie mit dem Quantum, mit den Quantumverschränkungen und Quantumtheorien, dass das eine neue Ebene annimmt ab dem Jahr 2028. Also das ist ja mal ein laufender Prozess. Was ich hier wahrnehme, ist ab 2026 bis 2028, wo diese Technologien dann tatsächlich auch ihre materielle Form finden, bekomme ich rein. Wichtig ist hier das, was eben zwischen 2024, 2026 passiert und dann weitergehend auch in 2028, wie die Staaten sich zusammenfinden im Bezug auf Energiegewinnung, um eben den gesamten Globus zu versorgen und gleichzeitig auch, wie man Antriebsmöglichkeiten zum Beispiel jetzt in Bezug auf diese Fortbewegung in der Luft direkt aus der Luft nimmt, also aus der umgebenden Luft, also das, was denjenigen, den Menschen umgibt und gleichzeitig aber auch, wenn es so zum Beispiel in höhere Schichten geht, ich sehe jetzt die Schichten um die Erde, wie dann der Mensch geschützt werden kann, wenn er sich da in dem Rahmen fortbewegt. Also alles, was natürlich mit Raumfahrt zu tun hat und wie wir Planeten erkunden, das sind ja so große Energetiken, die sehe ich bis zum Jahr 2090, wo eben nicht nur das Thema mit den Habitaten ganz stark auf dem Zettel ist, also so zwischen 2030 und 2090 die Habitate im Weltraum und Möglichkeiten, wie man da längerfristig verweilt, also lebt. Und das ist so eine Energetik, die bis zum Jahr 2125 eine allgemeine Schiene sozusagen, also eine Möglichkeit, wo mehrere Menschen eben die Möglichkeiten haben, da sich zu platzieren, sozusagen, also eine Heimat zu finden. Im Luftraum, also in den Räumen zwischen den Planeten, beziehungsweise eben alles, was da in verschiedenen Sphären möglich ist. Das hat auch damit zu tun, weil der Bevölkerungswachstum bis zum Jahr 2060 eine große Expansion annimmt. Also ich sehe es jetzt bis zum Jahr 2060 12 Milliarden Menschen. Also ich glaube, da sind die Schätzungen um die 11 Milliarden, soweit ich das gelesen habe, wie Bevölkerungswachstum vonstatten geht. Und hier ist so diese große Systematik, dass eben ja das, was geschätzt wird bis 2100, wie eben Bevölkerungswachstum geschieht in den einzelnen Ländern, sich noch leicht verschieben wird, bekomme ich rein, weil durch die Völkerwanderungssystematik, die wir jetzt aktuell haben, von 2020 bis 2026, wie eben durch verschiedene Situationen auf Planet Erde, Flüchtlingsströme, Kriegssituationen und natürlich so eine große Energetik des Aufbruchs der Strukturen und demokratischen Umwandlungsprozesse, sich diese Bevölkerungs
der Bevölkerung, die Population auf einem Kontinent eben verschiebt. Das nämlich war bis 2060. Das ist eine große Strömung, die eben ja so alles durchmischt in Bezug auf wie Nationalität und eben auch Bevölkerung verstanden wird. Also dieses, was wir klassischerweise kennen mit den Grenzen über Länder und über Kontinente, das wird sich so in dem Sinne auflösen, dass es eben anhand der ethnischen Gruppen oder an Nationalitäten eben nicht mehr möglich ist, das aufzugliedern, sondern eben sich stark durchmischt. Also die Vielfältigkeit dessen, was eben auf Planet Erde existiert, an bestimmten Orten, auf bestimmten Plätzen auf Planet Erde, ist eben signifikant hoch und wird zum, ja, ich sehe es 2060, 12 Milliarden und dann eben auch durch die Öffnung in den Kosmos bis zum Jahr 2125 sozusagen eine Verdopplung annehmen. Das hat auch damit zu tun, dass Wachstumsprozesse von Menschen, also wie der Körper sich entwickelt und wächst, das ist jetzt auf der organisch-biologischen Ebene gemeint, sich stark verändern werden durch die Ereignisse, die jetzt bis zum Jahr 2030 stattfinden. Und zwar wie zum Beispiel die Sonne und auch alle anderen Mechanismen auf Planet Erde wirken über ja die verschiedenen Schichten des Magnetfeldes, Magnetosphäre, die Ionisierungsprozesse, die eben durch die Sonne und ja den gesamten Planeten vonstatten gehen, entsteht eben so ein großer Magnetismus, der ganz stark aber schwankend ist. Und das sehe ich, ja, dieses Thema mit dem Polsprung und wie eben der Planet Erde sich dadurch verändert, auch in seiner Neigung, bekomme ich rein, Neigungswinkelveränderung, hat auch damit zu tun, dass eben der Magnetismus von Planet Erde sich anders gestalten wird, als Berechnungen voraussagen. Das meint jetzt Berechnungen aus dem Jahr 2020 bis 2024. Also da wird es aber auch, so wie ich das sehe, ab August 2024 neue Berechnungen geben, wie eben der Magnetismus und auch die elektromagnetischen Strömungen auf Planet Erde sich verändern werden. Also das ist eine große Kraft, die eben dafür sorgt, wie wir uns anziehend oder abstoßend empfinden als Menschen im Sinne von elektromagnetisch und auch frequenzmäßig und gleichzeitig eben, ja, diese, was ich immer reinbekomme, ist, dass diese Kräfte dafür sorgen, dass Wachstum in jeglicher Form exponentiell, überproportional ermöglicht wird. Das meint jetzt nicht nur Bevölkerungswachstum, sondern auch Wachstum in jeglicher Form, also in der Natur, in den Kosmos hinein, dann Wachstum von kreativen Energien. Das meint jetzt vor allem, wie wir uns verbunden fühlen mit Planet Erde und dem Kosmos. Also daraus entstehen natürlich auch immer Kreation der Produkte beziehungsweise neue Unternehmen. Ja, da soll ich nochmal drauf gehen, jetzt die Unternehmensstruktur beziehungsweise auch wie das Leben und Arbeiten sein wird bis 2032 beziehungsweise 2060. Diese große Strukturierung, die wir ja aktuell haben, wie heißt jetzt diese Maslow'sche Bedürfnispyramide und wonach eben in den letzten 200 Jahren Bedürfnisse in Bezug auf Arbeit, Einkommen, Auskommen, dann Lebenshaltung klassifiziert wurde, sich ja auflöst und im Jahr 2125 eben umkehrt sozusagen, beziehungsweise nämlich war, dass die Vielfältigkeit der Aspekte, die da vorhanden sind, eben so stark ist, dass man es gar nicht mehr in eine Form, in eine Struktur geben kann, wie man zum Beispiel in bestimmten Kategorisierungen. Das hat damit zu tun, dass eben dieser große Wachstum und das Aufbrechen dessen, was wir als eine Struktur empfinden, vonstatten geht und diese Kategorisierung sich auflöst. Also wenn es zum Beispiel jetzt aktuell eine Masse von Menschen gibt, die auf einem bestimmten Kontinent einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden, ist das eine Energetik, die bis zum Jahr 2125 komplett aufgelöst ist und die eben ja den Einzelnen sozusagen in seiner Einzigartigkeit unterstützt und auch die Vielfältigkeit, wie sich zum Beispiel Menschen miteinander verbinden. Also ob das jetzt zum Beispiel zur Erzeugung eines neuen Wesens oder eines neuen Lebewesens vonstatten geht oder eben auch in Kooperationen, ist einfach mannigfaltig und hochfrequent und gleichzeitig eben auch so mit verschiedenen Informationen gespickt. Also nicht nur
wenn man jetzt auf die genetische Ebene guckt, die Erbinformationen, sondern auch energetische Informationen, die über die umgebenden Felder reinkommt. Also diese Systematik, wie wir uns im Zeit und Raum fortbewegen und wie wir auch Informationen adaptieren über das, was wir sind als Mensch. Also die Vielschichtigkeit als Mensch, nicht nur als Wesen und Individuum in der 3D-Matrix, sag ich mal, sondern in eine neue Matrix sich auflösend, wo eben diese Vielschichtigkeit an der Platz findet. Das heißt, beispielsweise Wesen, die sehr, Menschenwesen, ist jetzt analog gemeint, die sehr sensibel und ja auch hellsichtig und so weiter sind und gleichzeitig Menschen, die eben sich sehr stark mit dieser irdischen Identität verbunden fühlen. Also hier ist die Vielschichtigkeit der Möglichkeiten und die Vielschichtigkeit der Parallelexistenzen sehr stark ausgeprägt. Und was ich so wahrnehme, ist eben nicht nur diese Systematik, wie wir uns den Kosmos noch weiter öffnen und Entdeckungen machen über Paralleluniversen oder Galaxien, sondern auch gleichzeitig, wie das Parallelexistent über Zeit und Raum überwunden werden kann. Also was ich wahrnehme, ist diese große Systematik mit der Lichtgeschwindigkeitsüberwindung und diese Wurmlochtheorien. Das wird ab 2060 ganz stark eben materielle Formen annehmen, wie wir diese Möglichkeiten schaffen können und bis zum Jahr von 2060 bis zum Jahr 2100 eben das erschaffen, was ja im Kollektiv sozusagen angestrebt ist. Also diese übergeordnete Überwindung von Kräften, die auf Planet Erde wirken. Gleichzeitig natürlich auch die Veränderung von Planet Erde durch die Aktivitäten auf Planet Erde und in Verbindung mit der Sonne und anderen Sternen bzw. Planeten, die um die Erde kreisen. Also was ich wahrnehme, ist, dieses geozentrische Bild wird bis dahin komplett verschwunden sein und auch das heliozentrische Bild wird sich verwandelt haben in ein, ja, ich sehe es so, durch die Erforschung natürlich, was man für Entdeckungen macht. Da wird es auch in den nächsten Channelings, also jetzt für das nächste halbe Jahr, weitere Informationen geben, die bei mir durchfließen, was diese anderen Sonnensysteme angeht. Also das ist ja immer fließend. Wenn dich das interessiert, dann bleib gerne dabei. Was ich wahrnehme, ist, dass diese Transformation wie ein heliozentrisches Bild von der als kollektives Bewusstsein eben sich transformiert in ein ja multidimensionales Bild, ausgehend von der Sonne. Also das, was wir jetzt ja in den letzten 200 Jahren gesehen haben, wie sich das wandelt und auch die Entdeckungen oder Gegebenheiten der letzten 1000 Jahre, wie eben, dass die Erde und ihre Verbindung zur Sonne und anderen Planetenkonstellationen oder Planetenkonstellationen geschehen ist, dass sich das dann ja langsam transformiert in das Jahr 2125. Das nehme ich als sehr signifikant heraus, so wie so eine Grenze. Bin mir jetzt nicht sicher, kann ich mal bitte wissen, warum das so ist? Ja, ich bekomme rein, was diese Luftepoche angeht, dass es da eine Transformation dann geben wird und dann eben neue Systematiken fließen, die diese den Übergang ins Wassermann-Zeitalter noch signifikant ja höher machen, also hochfrequenter, so bekomme ich das rein. Da wird es aber ein extra Channeling geben, das bekomme ich für März 2024 rein. Also das kommt dann später nochmal auf den Zettel. Ja, was ich reinbekomme, ist jetzt nochmal alle Situationen, die mit Arbeit zusammenhängen, also wie wir Arbeitsgestaltung bis zum Jahr 2060 transformieren werden. Es hat nicht nochmal mit was zu tun, dass eben ja natürlich viel mehr Gewicht noch auf Social Media kommt oder eben alles Digitale. Ich nenne das immer die digitale Energie und wie wir Roboter oder KI im Leben installieren, beziehungsweise wie das Kollektiv, das sich da weiter öffnet. Da entstehen natürlich auch neue Berufe, die nicht nur die Strukturierung und Transformation von Daten oder ja allem, was mit Digitalen zusammenhängt. Das heißt ja, also dass dafür neue Berufe entstehen, auch Berufe, die sich verbinden. Also ich sehe jetzt so Management von Daten in Bezug auf Administrationsserver, dann Datenschutz natürlich, Sicherheit, Datensicherheit, alles, was mit Digitalisierungsprozessen und ja Prozessen zusammenhängt, die eine etwas schneller machen, Beschleunigungsprozesse. Dann große Systematik ist alles, was mit dem Weltraum zu tun hat und wie Weltraum mit den Gegebenheiten auf Planet Erde verbunden wird. Also wie wir sozusagen diese Sachen die Sachen aus dem Kosmos tatsächlich auf die Erde holen. Also nicht nur über die Astronauten oder
Forschung aus dem Weltraum, sondern auch Informationen aus dem Weltraum. Also nicht nur das Weltraumwetter, sondern auch alles, was eben da so im astrophysikalischen Bereich, im geomantischen, geologischen Bereich ist. Das sind auch neue Berufe, die natürlich ganz stark zunehmen werden, nehme ich wahr. Und ja, alles, was mit dem Gesundheitssystem zu tun hat, wird sich auch transformieren bis dahin, weil das Thema Krankheit und wie wir uns in der gesellschaftlichen Form als krank empfinden, zum Beispiel auch was das Thema Virus angeht, das wird sich sehr stark transformieren, weil es neue, also transformieren in eine Systematik hinein, wo eben Krankheit anders definiert wird und Zivilisationskrankheiten eben anders auch verstanden werden als in den letzten 200 Jahren. Also hier nehme ich signifikant das Jahr 2060 wahr, wo eben diese Systematiken wie Krebs oder AIDS zum Beispiel sich ganz aufgelöst haben werden, weil neue Forschung in der Genetik beziehungsweise in ja alle Strukturen, die mit den Zellen zusammenhängen, da habe ich jetzt die Begriffe alle nicht auf dem Zettel, aber dass das eben neue Möglichkeiten bietet durch Erforschung über die KI und natürlich alles, was eben Menschen in diesen Bereichen installieren wollen. Also hier ist so alles, was mit Zellforschung zu tun hat und wie wir Zellen anreichern können oder wie eben auch der Körper sich sehr stark verändert. Also was ich jetzt reinbekomme, ist alles, was mit der Plasmaforschung zu tun hat, dann alles, was mit den Frequenzen zusammenhängt, also jetzt in Bezug auf Gesundheit oder eben wie unser Feld definiert ist, unsere wie wir uns fortbewegen oder eben auch leben. Also zum Beispiel Umgebungssystematiken, da nehme ich jetzt diese 5G-Geschichten wahr oder Verschmutzung von Luft, Trinkwasser und so weiter. Das hat damit zu tun, dass die Städte sich eben wandeln werden und nicht nur diese Öffnung in den Kosmos mit den Habitaten und anderen Geschichten, sondern auch in das Meer hinein oder eben die Verlagerung von Land durch die Durchmischung der Bevölkerung und Verlagerung von Land ist jetzt gemeint mit Verlagerung von Städten. Also das Auseinanderziehen von Städten bekomme ich rein, also mehr Besiedlung beziehungsweise auch Renaturierungsprozesse, die eben dafür sorgen, dass so Gebiete wie, das ist jetzt bis 2060, Gebiete, die sehr stark zum Beispiel mit Kohle oder anderen, also Atommüll zum Beispiel belastet wurden, eben renaturiert werden sollen durch neue Technologien, die eben auch Altes transformieren. Also was ich reinbekomme, ist das, was wir eben schon hatten mit der CO2-Speicher, CO2-Abgas-Geschichte, wie eben diese Sachen einfach, die wir veranstalten oder auf Planet Erde hinterlegt haben, zum Beispiel gespeichert haben, ist jetzt diese Atommülllager, wie wir die leichter wieder transformieren können. Also neutralisieren, so bekomme ich das rein. Also Neutralisierungsprozesse sind ganz stark zwischen 2030 und 2060 ein großes Thema, weil eben auch diese Klimazielerreichung zum Beispiel bis 2050 nicht haltbar ist und eben andere Aspekte auch eine große Rolle spielen werden, bekomme ich rein, was diese Sonnenentwicklung angeht. Also diese Zyklus, die Veränderung des Zyklus, ja einmal die Festlegung, wie dieser Zyklus ist, dieser 11-Jahres-Schwabe-Zyklus und wie er sich dann tatsächlich verändert. Also signifikant ist da im, also wie der Zyklus und sein Maximum sich verändert. Das ist ja für das Jahr 2024, soweit ich da informiert bin, festgelegt, dass eben die das Maximum erreicht ist. Und das bekomme ich rein, weil aber es 2050 sich so transformiert haben, dass die Zyklen der Sonne, erstens gibt es eine Umkehrung dieses Zyklus, das meint, dass er verkürzt wird in Bezug auf die Betrachtung, wie dieser Zyklus kategorisiert wird. Und zweitens eben die Entwicklung der Sonne in Bezug auf andere Sonnen aus anderen Sonnensystemen, also Sternenergie, sich auch Galaxien und eben ja alles, was mit der Supernova-Energetik zu tun hat, beziehungsweise Spiegelmechanismen, also Spiegeluniversen bekomme ich rein, dann die schwarze und weiße Loch-Energetik, wie das miteinander zusammenhängt. Das sind alles so Strömungen aus der Naturwissenschaft, die sehe ich bis 2032, wo eben bis 2050 neue Erkenntnisse kommen, diese Neutralisierungsenergetiken auch in Bezug auf Nullpunkttheorien, Quantentheorien neu definieren werden. Das ist jetzt so ein großer Überblick oder größte übergeordnete Energetik. Da werde ich mit Sicherheit noch einzelne Channelings dann durchleiten, was diese einzelnen Jahre angeht oder Zeitabschnitte. Aber was hier signifikant ist jetzt für das Jahr 2024, ist eben die Öffnung der Veränderungen der Gesellschaftsstrukturen, die vielleicht auch noch gar nicht ersichtlich werden, aber ab
Februar bis März 2024 eben eine neue Form erreichen. Ja, das ist ja einmal die Systematik, dass wir über verschiedene Regierungsstrukturen, über verschiedene nationale Strukturen in eine bestimmte Richtung gelenkt werden und gleichzeitig natürlich auch, was Kräfte angeht, die eben ja außerhalb dessen existieren, zum Beispiel diese lobbyistischen Kräfte oder Mobilisierung und dann natürlich auch Unternehmen, Privatunternehmen, die eben bestimmte Forschung machen, diese Monopolstellung haben, die sich ja auch transformieren wird durch die Kräfte von Social Media und auch, wie wir Möglichkeiten zum Transformation von Informationen bekommen. So bekomme ich das rein. Also wie die Informationen auf Planet Erde sich weitergehend in eine neue Form gelangen. Das meint Informationen, nicht nur Informationen, die wir jetzt, zum Beispiel, die ich jetzt durchgebe über Worte und Möglichkeiten von Text und Bild, sondern auch Informationen, die über ja die Frequenzen und Schwingungen kommen, die wir über andere Sprachen, also ich sehe jetzt so Sprachcomputer, die oder über KI gesteuert zum Beispiel auch Informationen verschlüsseln beziehungsweise entschlüsseln und dadurch auch, ja, so was ich wahrnehme, sind so Frequenzkommunikationen, also nicht nur das Thema Telekommunikation als Mensch, wie wir zum Beispiel unsere Telepathie-Möglichkeit entwickeln können, sondern auch wie bestimmte Gerätschaften oder ja Entwicklungen, die eben diese Kommunikation ermöglichen, entwickelt werden. Also das meint jetzt vor allem, ich sehe jetzt diese Geschichte da mit Neuralink und dem Implantat im Gehirn, also das sind so Sachen, die ja an der medizinischen Schiene vor allem aufgehängt werden und die sich aber weiter in die Richtung transformieren, dass eben Möglichkeiten geschaffen werden für die Menschen, die da sich in diesen Fluss begeben möchten, Kräfte zu nutzen, die eben über die Verbindung zwischen dem Natürlichen, dem Körper zum Beispiel und den Technologien also verfügbar sind. Das sind so, das nämlich war, dass das schon ein großer Anteil sein wird, weil die Generation, die jetzt ja heranwächst, die klassische Generation Z, die aber ab 2030 noch anders definiert wird. Das ist ja, ich weiß nicht, wie diese Kategorisierung da ist, aber die neue Generation ab 2030, das sind jetzt die, die zwischen 2024 und 2030 sozusagen geboren werden und heranwachsen. So bekomme ich das rein. Also ich kenne diese Kategorisierung, wie das ja auf die Generationen gelegt wird, nicht, aber also jetzt aktuell nicht. Aber was ich da wahrnehme, ist, dass diese Generation ganz andere Bedürfnisse hat und eben auch diese Technologisierung und Technisierung, dieses Digitale, nicht so sehr ablehnend empfinden, sondern es für sie ein Benefit ist im Sinne wie eben Mensch und Maschine, Mensch und technologische Entwicklungen miteinander interagieren zum Höchsten. Also ich nehme es jetzt als Benefit wahr, aber nicht im Sinne von monetär, sondern im Sinne von Effektivität. Also wie schnell oder wie übergeordnet etwas sein kann, wie übergeordnet schnell Prozesse ablaufen können. Das ist auch notwendig, weil sich das Leben ja sehr stark dann beschleunigen wird und die Beschleunigungsenergetik wird eben ab 2024 ganz stark erfahrbar sein, erfassbar sein, was wir jetzt ja auch merken ab dem Jahreswechsel beziehungsweise meiner Wahrnehmung nach schon ab dem Herbst 2023, wie die Energien sich stark beschleunigt haben. Ja, was hier wichtig ist, zum Beispiel in Bezug auf die gesellschaftlichen Veränderungen, die Einrichtung darauf, wie man seinen eigenen Job oder seine Berufung jetzt in diesem Konstrukt, in dem wir uns aktuell befinden oder eben dann auch bis 2060 sich selbst positionieren möchte, in welchem Rahmen oder in welche Zeitstrang, sag ich mal, in welche Dimension man sich da einklinken möchte. Also was jetzt für den Einzelnen wichtig ist, könnte eben nochmal wichtig sein zu schauen in 2024, wo möchte ich mich selbst hinentwickeln, wo ist meine Berufung, wie möchte ich mein Geld verdienen und vor allem vor dem Hintergrund, dass die Transformation von Geld in eine neue Systematik, wie Tauschhandel funktioniert und wie auch bestimmte Dinge aus unserem Kontext jetzt gesprochen kostenlos sind, dass werde ich noch ein Extra-Channeling machen, so bekomme ich das rein. Das kommt wahrscheinlich Ende Februar, Anfang März raus. Und da ist eben ersichtlich, wie wir diesen Tauschhandel, den klassischen Tauschhandel und auch den Wert von Geld eben in eine neue Ebene heben. Ja, das waren jetzt, glaube ich, alle Informationen für dieses Channeling. Und ich wünsche mir für dich, dass es dir dienlich sein mag. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mit dabei warst. Schau dir dann auch gerne auch die anderen Forecasts an,
die wir ja immer wieder rausbringen. Also meistens gibt es so wöchentlich einen Forecast. Wir haben ja auch noch andere Formate, die wir hochladen. Zum Beispiel von Aufgestiegen Meister und Lichtwesen Channelings mit Energietransfer für deinen persönlichen Bewusstwerdungs- und Transformationsprozess. Dann haben wir ab und zu mal Akasha Record Channelings. Wir haben ja auch eine Ausbildung zum Akasha Medium, falls sich das interessiert. Und ich bilde ja auch Leute aus in der Hellsichtigkeit zum Beispiel oder medialen Entwicklung. Und sonst weiß ich gar nicht, was wir sonst noch regelmäßig hochladen. Es kommen aber bestimmt viele neue Produkte beziehungsweise kostenlose Möglichkeiten, wie du dich in deinem Bewusstwerdungsprozess unterstützen lassen kannst von Live Your Spirit. Ja, dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Tschüss!